Hallo. Ich mache gerade wieder ein Fasten und da fand ich es witzig, in einem Fastenvideo zu zeigen, wie ich eine Banane esse. Huch, da ist fast ein Ananas umgefallen. Ich bin jetzt am dritten Fastentag und mache halt ein eigenes Konzept von Fasten. Will ich nur ganz kurz erklären eigentlich, und wie die letzten 3 Tage waren, auch in Bezug auf Gewichtsverlauf und Entgiftung. Und zwar ist es so, dass ich ja vor 3 Tagen hatte ich irgendwie gar kein Bedürfnis mehr, irgendwie was zu essen und sowas, und hatte wieder das tiefe innere Bedürfnis, ja auch wirklich nichts zu essen, habe dann auf den Körper sozusagen gehört. Und habe dann auch nichts mehr gegessen, habe dann am Abend aber, beziehungsweise ich hatte mir dann erst überlegt, dass ich mich jetzt aber nicht komplett dazu wieder zwingen, was heißt wieder, aber ich werde das nicht, ja, wie soll man das ausdrücken, ah, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Wort zwingen, aber ich werde mich auf jeden Fall nicht zwingen, jetzt 2 Wochen oder sowas wieder nichts, komplett nichts zu essen und so weiter, sondern ja, ich denke mal, dass ich auch so ans Ziel kommen werde, und dass das Fasten auch so funktioniert, dass das halt so einfacher ist. Und warum das dann nicht machen? Zumindest meine jetzigen Fastenkuren. Es kann sein, dass wenn ich in einem entgifteterem Zustand bin, später, dass ich dann halt dann reinere Fastenkuren nochmal machen werde. Also das mit der Saftfastenkur, die ich gemacht habe, die ich 4 Wochen gemacht hatte, das war halt wirklich ein Experiment. Das hier ist jetzt auch ein Experiment. Gucken, wie es funktioniert. Und dann habe ich am ersten Tag am Abend schon 2 Bananen gegessen. Einen Salat, also einfach nur so ein Romanesco-Salat, einfach so gegessen, und 2 Tomaten. Und habe dann aber noch irgendwann Kichererbsensprossen hinterher geworfen, aber nicht viele. Ungefähr 15 Kichererbsen, also eigentlich fast gar nichts. Aber die hatten noch nicht mal ein Zipfel, die hatten erst nur einen Punkt sozusagen, der rausguckte, also war noch nicht richtig gekeimt. Und Hülsenfrüchte haben auch ein bisschen Giftstoffe, wenn die roh sind, auch wenn die noch gekeimt sind, obwohl die zum großen Teil abgebaut sind, aber wurden die da wahrscheinlich noch nicht. Das hatte ich eigentlich auch schon am bitteren Geschmack da gemerkt, hab's aber ignoriert. Ich weiß nicht, warum ich es ignoriert habe, aus ja, oft habe ich auch einfach so eine Experimentier- und Entdeckerfreude, und am nächsten Tag ging es mir dann extrem dreckig. Ja, nicht extrem, aber ich habe den ganzen Tag gebraucht, um mich davon zu erholen. Habe aber wenigstens Sport hingekriegt, was ich bei Kochkost zum Beispiel nicht schaffe, am nächsten Tag dann Sport zu machen, weil ich dann so so vergiftet bin, dass mir da so schwindlig wird, dass ich da einfach fast zusammenbreche. Am zweiten Tag, ja, wie gesagt, ging es mir halt nicht so gut wegen den paar Kichererbsensprossen. Waren nur 15 Kichererbsen, wie gesagt. Oder, ja, doch, 15 passt. Da hatte ich dann auch den ganzen Tag nichts gegessen. Genau, da hatte ich den ganzen Tag nichts gegessen. Habe ich 1,25 Liter Wasser getrunken. Mehr Durst hatte ich auch nicht. Und habe dann Sport gemacht. Am dritten Tag, ich muss gerade kurz gucken, ich habe um 16 Uhr angefangen gehabt, dann ist das jetzt 1, 2, ja, dann ist jetzt der dritte Tag. Ja, dann war das gestern. Doch, dann war ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt beim vierten Tag bin oder nicht. Ich habe mir das wirklich nicht gemerkt, weil es teilweise so stressig ist. Also entweder habe ich an dem Tag nichts gegessen, oder es, der dritte Tag war sogar der gestrige Tag. Dann war es so, dass ich erst nichts essen wollte, auch die ganze Zeit bis spät abends nicht, oder bis abends nicht gemacht habe, aber halt Sport machen wollte und gemerkt habe, geht überhaupt nicht klar. Die Vergiftung war einfach zu stark. Ich konnte nicht joggen. Ich konnte höchstens wandern, da hatte ich aber keine Lust drauf. Dann habe ich mich zu entschlossen, einen Saft zu trinken. Ich wollte das dann in Saftfasten umgestalten, einfach aus dem Grund, weil durch Sport entgiftet man noch besser als, ja, ungefähr doppelt bis dreifach so gut, meiner Erfahrung nach, als wenn ich ein Wasserfasten ohne Sport mache oder nur mit leichter Bewegung.
so wie Wandern zum Beispiel oder leichte körperliche Arbeiten oder Tätigkeiten. Und deswegen, um das halt schneller zu gestalten, wollte ich halt Sport integrieren und deswegen habe ich mich dann zum Saftfasten entschlossen. Wie gesagt, das war mir alles ein Experiment und das war dann halt so eine Erkenntnis, die dem halt eine andere Richtung gegeben hat. So mache ich das dann eigentlich immer, dass ich dann auf meine Intuition und meine Eingebungen sozusagen höre. Weil wenn ich halt Säfte trinke, dann kreiere ich mir da Zeitfenster sozusagen, wo die Rückvergiftung gestoppt wird. Dann ist mir auch ungefähr nach, also ich habe dann Trauben im Mund entsaftet einfach und den Rest ausgespuckt. Und nach 45 Minuten ging es mir dann auch ganz gut und der Schwindel war weg, fast weg, also eigentlich fast komplett weg. Und dann bin ich nochmal versucht zu laufen und dann ging das auch. Die Entgiftung war zwar immer noch sehr stark, weil Obst auch die Entgiftung antreibt, aber ich konnte trotzdem zumindest 10 Kilometer in einer moderaten Geschwindigkeit laufen und da habe ich dann auch sehr gut entgiftet und habe dann auch Gewicht verloren, was ich gleich auch noch erzählen werde. Und deswegen habe ich mich, finde ich, ein Saftfasten allgemein immer effektiver, außer man ist schon extrem entgiftet, was 99,9 oder 99, ja doch 99,9% der Menschen nicht sind. Deswegen empfehle ich erstmal, also ich empfehle erstmal gar nichts. Sondern ich, also was ich empfehle, ist, sich schlau zu machen und die Literatur zu lesen, zum Beispiel die schleimfreie Heilkost von Arnold Ehrlich oder von kranken zum gesunden Menschen durch Fasten auch von Arnold Ehret. Die PDF-Dateien gibt es dazu kostenlos im Internet. Da gibt es auch Videos zu. Gestern ist neues rausgekommen von Difference is a Virtue. Das verlinke ich euch. Wenn ihr nicht 90 Seiten lesen wollt, dann könnt ihr euch ungefähr 30 bis 45 Minuten an Video reinziehen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, sich da zu informieren, bevor man drauf losfastet. Also ich empfehle, nicht drauf loszufasten. Und wenn ich Fasten empfehlen würde, würde ich nie ein Wasserfasten empfehlen, außer sehr, sehr kurze Zeit, also ein Tag oder 2 Tage oder 3 Tage würde ich empfehlen, wenn ich Sachen empfehlen würde. Also ich empfehle gar nichts, sag ich mal so. Ich empfehle nur, sich selber schlau zu machen, zu lesen, sich inspirieren zu lassen und so weiter. Wo war ich denn genau? Also mir ist am dritten Tag und Hans hat das immer noch so, dass ich vorzugsweise, wenn ich was zu mir nehme, eigentlich Säfte trinken würde. Ich habe momentan aber gar kein Gemüse mehr da und da Obst die Entgiftung noch vorantreibt und auch den Blutzucker halt in die Höhe schießen lässt. Also ich merke den Effekt halt stärker, wenn ich faste, dass ich von wenig Obst schon, weiß nicht, hibbelig werde und mich unangenehm fühle und auch die Entgiftung zu stark werden kann und zu Kopfschmerzen führt. Und das halte ich nicht für gesund. Und deswegen, weil ich noch Salat da hatte, den ich aber nicht entsaften wollte. Ich hatte noch 2 Gurken da, die habe ich entsaftet und getrunken heute. Sogar ein bisschen verdünnt. Aber warum ich jetzt Bananen esse, ist, ich hatte halt den Salat noch da und ich hatte keine Lust, allein einfach einen Salat für sich zu entsaften, schmeckt dann auch so nicht so gut. Und der Nylonstrumpf, den ich dafür verwende, ist kaputt gegangen. Da muss ich mir mal so einen Nylon-Wäschesack holen, hoffe, dass die stabiler sind. Dann habe ich mir gedacht, wirklich einfach Bananen in die Salatblätter ein. Ich hatte noch 500 Gramm Pak Choi da. Und so kriege ich dann auch die Greens sozusagen, die Mineralstoffe, die auch unterstützen beim Fasten, weil ich habe halt sonst halt nur Früchte und könnte Fruchtsäfte trinken. Das ist auch nicht unbedingt besser als als Wasserfasten, wegen der stark entgifteten Wirkung. Deswegen mache ich das halt nicht so streng, sage ich mal. Wenn ich dann halt zu einem toten Punkt sozusagen angelange, wo ich dann merke, ich kann nur noch rumliegen. Also ich ruhe mich sowieso viel aus und leg mich hin. Das ist auch wichtig beim Fasten. Aber wenn es zu stark wird, Kopfschmerzen generiert oder ich halt Sport machen will, um das Ganze effektiver zu gestalten, um mich auch wohl zu fühlen, dann esse ich halt was, um die Rückvergiftung kurz zu stoppen, dieses Zeitfenster dann auszunutzen.
dann Sport zu machen. Das Zeitfenster hält natürlich länger als die 45 Minuten, aber ab 45 Minuten beginnt das dann circa. Habe ich für mich jetzt gemerkt. Und dann ist es so, weil man halt dann insgesamt trotzdem so wenig isst, dass die Verdauung nicht richtig ja, angetrieben wird, bleibt das Zeug dann halt im Darm. Aber dafür mache ich dann die Einläufe, das habe ich am ersten Tag gemacht. Da ist dann ordentlich was rausgekommen, auch zum ersten Mal beim Einlauf. Also es war insgesamt mein dritter Einlauf überhaupt im Leben sozusagen. Beim zweiten Einlauf, nachdem ich schon die zwei Bananen gegessen hatte am ersten Abend, beziehungsweise es war dann der anderthalbte Tag, also ich habe die um 22 Uhr gegessen und ich hatte am Vortag um 16 Uhr angefangen, nichts mehr zu konsumieren. Dann sind durch den Einlauf ist wirklich dieser Salat und die zwei Bananen wieder rausgekommen. Das habe ich auch gemerkt, weil da alles ziemlich grün gefärbt war vom Salat, vom Chlorophyll. Habe mich dann auch relativ gut gefühlt. Und die Einläufe gehen auch an sich viel besser mittlerweile. Obwohl die immer noch extrem schmerzhaft sind, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen mit dem Einlauf, aber ich versuche das wirklich 5 Minuten drin zu halten und ich kriege dann immer so Schübe. Dass das Wasser irgendwie, habe ich das Gefühl, nach oben läuft, aber es kann, weiß ich nicht, wie das gegen die Schwerkraft entgegen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall macht es dann halt auch totale Geräusche, so als ob das sich durch irgendwas so durchquetscht, so durchwindet. Ich mache dann auch so Blubbergeräusche und sowas und davon halt versuche ich mal so mindestens sieben Schübe auszuhalten. Und die Schübe sind bei mir zumindest extrem leidvoll. Das könnte ich fast heulen. Aber es wird jetzt mit den Einläufen immer besser. Also es wird immer besser, je mehr Einläufe man macht. Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie der Darm so glatt gebügelt wird, so begradigt wird irgendwie. Und das ist schon glatter als beim allerersten Einlauf, den ich gemacht hatte, sozusagen. Im übertragenen Sinne formuliert. Deswegen habe ich es vor, wirklich jeden Tag 1 bis 3 Einläufe zu machen, des gesamten Fastens. Weil so kann ich dann halt auch den Darm immer entleeren von dem, was ich dann halt kurzfristig mal gegessen habe. Ja, und zu der Entwicklung ist es halt wirklich so, dass ich auch wirklich sehr gut vorankomme und sich das so anfühlt, als wenn ich mich gar nicht einschränken müsste, dass ich ganz normal weiterlebe. Ich nehme es gar nicht als Fasten wahr. Das ist richtig genial, weil ich mir einfach nichts irgendwie aufzwänge, außer das, was halt natürlich notwendig ist, was ich für notwendig ansehe. Und für notwendig erfahre und erfahren habe und von anderen gesagt bekomme. Da ist es so, dass ich dann halt manchmal was esse. Durch die Einläufe kriege ich das hier raus und ich habe angefangen mit 75,5 Kilo am ersten Tag. Nach dem ersten Tag waren es dann 75 Kilo. Dann habe ich Ne, genau, und nach dem zweiten Tag waren es 74,5 Kilo. Also immer eine Abnahme von einem halben Kilo am Tag. Beim Saftfasten, das ich in den mittleren 2 Wochen am intensivsten durchgeführt hatte, da habe ich jeden Tag 1 Kilo verloren. Also in 2 Wochen 15 Kilo waren das knapp. Und jetzt verliere ich pro Tag ein halbes Kilo, aber habe in den ersten Tagen auch nicht so viel Sport hingekriegt, weil ich, wie gesagt, hatte ich erstmal versucht, gar nichts zu essen und war dann die ganze Zeit extrem rückvergiftet und habe einfach nicht viel hingekriegt, nur mal so eine halbe Stunde leichtes Krafttraining oder so. Und gestern habe ich dann ein ganzes Kilo wieder abgenommen am Tag, weil ich dann halt mich entschlossen habe, ich trinke jetzt den Saft, um mir ein Zeitfenster für Sport zu schaffen. Und habe mich dann auch wirklich bei dem Sport auf die Entgiftung konzentriert. Habe das dann auch am Puls gemerkt, obwohl das für mich eine ziemlich langsame Pace war. Also Grundlagenausdauer 1, das ist so das Langsamste eigentlich. Trotzdem war der Puls relativ hoch und auch stark. Das Herz war stark spürbar. Also es war nicht nur so ein hoher Puls, sondern es war ja auch ein hoher Blutdruck, sage ich mal so, oder sowas, weil so viele Giftstoffe im Blutkreislauf sind, im Blutsystem. Da habe ich dann ganz gut entgiftet und deswegen habe ich an dem Tag dann auch, stand auf der Waage, 1 Kilo insgesamt abgenommen, bin dann auf 73,5 Kilo jetzt runter. Obwohl ich an dem Tag gar keinen Einlauf gemacht hatte, hatte ich irgendwie,
verplant. Ja. Also, obwohl er halt nicht zusätzlich rausgekommen ist durch den Einlauf, habe ich dann 1 Kilo abgenommen. Und bei den anderen Tagen ein halbes Kilo. Ja, und so werde ich das jetzt weiterführen, vorzugsweise Saftfasten. Wir haben jetzt Montag, am Freitag kriege ich wieder Gemüse aus dem Bioladen. Jetzt habe ich eigentlich gar kein Gemüse mehr, außer, ich glaube, ein bisschen gefrorenen Spinat, der aber halt nicht roh ist. Aber den werde ich mir zur Not halt trotzdem gönnen, wenn es nicht anders geht. Sonst habe ich halt Trauben, die ich hier so entsaften kann im Mund, und Orangen. Und am Freitag kriege ich dann halt, wie gesagt, eine neue Lieferung insgesamt auch. Für 30 Euro habe ich bestellt, wird dann wieder eine ganze Woche reichen. Ja, alles komplett Bio, also echtes Bio, Demeter Bioland, vieles regional. Und was wollte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall funktioniert das Ganze so mit meinem eigenen Konzept. Und werde das dann mindestens jetzt eine Woche machen. 2 Wochen wären auch ganz gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das länger mache, weil es fühlt sich halt wirklich nicht, es fühlt sich so wie ein Semi-Fasten an, so halb, halb. Also ich fühle mich halt ziemlich wohl damit. Und wenn ich halt auch immer entgifteter bin, kann ich auch sowieso wieder mehr Sport machen, also vielleicht den Sport sogar auf Normalmaß anheben. Also Sport auf Normalmaß geht beim Fasten sicherlich nicht, weil man halt belastet wird zusätzlich durch die Entgiftung, ist logisch. Außer, wie ich es beim Saftfasten gemacht hatte, intuitiv gemacht hatte, dass ich immer, wenn die Entgiftung so ansetzte, dass ich einen Saft getrunken habe. Aber dann, wenn ich wieder angesetzt hätte, habe ich das mit Ausdauersport oder Sport allgemein kombiniert und habe dann da viel intensiver und effektiver entgiftet. Danach dann ja vielleicht noch einen kleinen Nachbrenneffekt sozusagen. Und wenn ich dann halt wieder entgiftet habe, habe ich wieder was getrunken. Dann bin ich halt, deswegen konnte ich 2 Mal am Tag intensiven Sport machen. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt ein bisschen mehr chillen. Das ist auch mal vielleicht ganz nützlich. Eine ganz nützliche Erfahrung zumindest. Wenn nicht körperlich, dann eine Erfahrung, ob das nützlich ist. Deswegen probiere ich das jetzt einfach mal aus. Läuft, wie gesagt, sehr gut. Und mir macht es auch richtig Spaß, ehrlich gesagt, auch die Veränderungen zu sehen. Also ich bin jetzt halt, wie gesagt, auf 73,5 Kilo. Ich kann jetzt hier auch mal ein paar Bilder einblenden, wie das momentan mit dem Körper so aussieht, mit den 30,5 Kilo. Da, ja, ich hatte ein Video gemacht. Ich erzähle jetzt einfach jetzt nochmal dann zu den Bildern. Mal gucken, ob ich die jetzt einblende oder nachdem ich erzählt habe. Also gibt es auf jeden Fall noch einiges runterzukriegen. Man sieht kein Sixpack, also nicht, dass mir das optisch wichtig wäre. Also mir ist die Optik eigentlich richtig egal oder zumindest sekundär. Wichtig ist für mich zu entgiften, den Körper zu entlasten und so Fettdepots und unnützes Gewebe, relativ unnütz, ist auch für jeden anders, kann den Körper halt belasten oder belastet mich zumindest. Das merke ich auf jeden Fall, dass ich mich viel befreiter jetzt schon fühle und viel befreiter fühle allgemein, wenn ich halt an unnützem Gewebe verliere. Und das ist halt so mein erstes Ziel, halt Entgiftung, Gewebe verlieren und eine niedrige Gewichtsklasse im Kraft-3-Kampf bekleiden zu können und möglichst mehr Leistungsstärke zu haben. Mein Körper wird dadurch effizienter und dann werde ich im Sport, besonders beim Ausdauersport, auch leistungsfähiger, und allein durch die Gewichtsabnahme werde ich natürlich auch leistungsfähiger. Und die Gifte belasten halt auch nicht mehr zusätzlich, die in dem Gewebe, in dem Bauchfett zum Beispiel gespeichert sind. Deswegen mache ich das, und das Optische ist für mich dann ein Anhaltspunkt, wie weit das fortgeschritten ist, wie viel ich sehe dann halt im Spiegel, wie viel Gewebe dann noch ist, was in meinen Augen unnütze ist, was ich probiere loszuwerden. Und ja, wie gesagt, ein Indiz ist, Sixpack sieht man noch nicht, da ist dann halt noch relativ unnützes Gewebe drüber, und das fühlt sich auch noch nicht wohl an, sowas in dem Bereich, auch an den Hüften, aber auch so. Man sieht, also ist schon ziemlich abgespeckt und lean, also ihr werdet ja auch Bilder da sehen. Meine Arme sind sowieso relativ schlecht von der Masse her, sage ich mal. Also sind mein Rücken, Nacken und Beine auf jeden Fall deutlich besser, besonders die Beine. Also ich habe trotzdem bis jetzt nicht
festgestellt, an Kraft zu verlieren oder an Muskeln zu verlieren. Ich habe gestern halt zwei Sporteinheiten sogar gemacht, fällt mir gerade an. Ich habe auch Kreuzheben gemacht. Aber da, wegen der starken Rückenvergiftung, wo ich schon erzählt hatte, habe ich jetzt nur 120 Kilo mal 12 Wiederholungen gemacht. Normalerweise mache ich halt mit 150 mal 60 Kilo. Aber es ist auf jeden Fall gut, um sich bei den Übungen sozusagen über Wasser zu halten, bis nach den ganzen Fastenkuren. Genau, mein Ziel ist nämlich auf 70 Kilo runterzukommen jetzt erstmal. Das fühlt sich halt so richtig an vom Gewicht her. Und dann gucke ich, ob ich halt das noch weiter treibe auf 68 Kilo, ob ich das hinkriege, ob sich das ungesund anfühlt, ob das zu krass ungesund aussieht. Ich kann euch auch mal ein Bild einblenden von Stefan Hine. Der isst auch so ähnlich wie ich, also maximal 1500 Kalorien, eher so 1000 würde ich sagen. Und ist ein Radprofi, hat auch diverse Erfolge, will auch deutsche Meisterschaften gewinnen, hat auch schon einiges gewonnen, aber ich weiß aber nicht, was genau er gewonnen hat. Und da kann ich euch auch mal ein Bild anzeigen, wie das aussieht, wenn man gar kein unnützes Gewebe mehr an sich ist. Und da ich halt auch eine niedrige Gewichtsklasse im Kraftsport bekleiden will, um da auch deutsche Rekorde zu holen, vielleicht auch einen Weltrekord übernächstes Jahr oder nächstes Jahr schon, weiß ich noch nicht. Momentan sieht das Training halt nicht so konsequent aus durch die Entgiftungsphase und Abnahmephase. Das ist klar, alles auf einmal geht nicht. Da habe ich dann auch die nötige Geduld. Auf jeden Fall kann ich auch hier mal ein Bild einblenden, beziehungsweise den Link dazu in die Infobox geben am besten, weil ich jetzt nicht irgendwie Urheberrecht oder so verstoßen will. Keine Ahnung. Obwohl ich ihn nicht so einschätze, dass ihm das irgendwas ausmachen würde. Ja, und das wäre auch so ungefähr mein Ziel vom Fettanteil und vom unnützen Gewebe, und dass bei mir halt ein bisschen mehr Muskulatur halt drauf ist. Ja, ist eigentlich so, man kann sich halt auch vorstellen, Bruce Lee, so ähnlich. Nicht von der Statur her, aber allgemein vom Verhältnis, von verschiedenen Gewebsstoffen, sag ich jetzt mal. Und da gucke ich halt, ob ich da mit 70 Kilo schon zufrieden bin und angekommen bin, oder ob ich da halt dann wieder fast ein Ende mache und dann später nochmal faste und erstmal so eine Aufbauphase wieder mache, also mit Krafttraining, dass ich mal wieder was ordentlich trainiere und sportliche Ergebnisse erziele und dann eher über den Sport wieder entgifte, indem ich halt so genug esse, wie ich es halt vorhin erzählt habe zum Saftfasten, dass ich so genug esse oder auch trinke, dass ich die Rückvergiftung gut im Schach halte und dann durch den Sport dann das Nötigste entgifte. Das ist eigentlich sogar effektiver. Und jetzt habe ich auch mal Lust zu chillen und wieder was auszuprobieren. Das macht mir auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Ja, dass ich dann damit irgendwie versuche, dann weiterzukommen und dann vielleicht auch gucke, ob sich das Gewicht trotzdem wenigem Essen automatisch irgendwann halten wird, wie es bei Stefan Hien auch ist, der schon seit mehreren Jahren so macht und halt auch nicht ständig weiter abnimmt und bis in den Tod abnimmt oder sowas und trotzdem extreme Leistungen halt im Leistungssport erbringt. Das heißt, der Stoffwechsel kann gar nicht so krass verlangsamt sein, theoretisch, sondern dass der Körper einfach deutlich effizienter wird, weil auch die ganzen Mitesser im Darm, die Darmparasiten und sowas ausgehungert werden und so weiter. Besonders durch Fastenkuren. Am ehesten aber durch Wasserfastenkuren oder Gemüsesaftfastenkuren. Ich rede so viel. Ja, mal gucken, ob ich die 68 Kilo dann erreiche. Die nächste Gewichtsklasse habe ich gesehen. Nächstniedrigere ist aber leider 66 Kilo. Also wie ich das von zwei Verbänden gesehen habe, hätte ich eigentlich schon im Kreuzheben, wenn ich 66 Kilo wiegen würde, ich im Kreuzheben eigentlich schon jetzt den deutschen Rekord, obwohl ich noch nie richtig für Kraft-Dreikampf trainiert habe und auch so noch nicht lange trainiert habe. Wenn ich jetzt alles Training anreihen würde aneinander, dann wären es ungefähr 2 Jahre von konsequentem Training. Der Rest ist einfach sowas wie jetzt, so eine Phase, wo ich nicht richtig trainieren kann, wo ich also eigentlich gar nicht im Training bin, sozusagen, also nicht auf dem Ziel trainiere. Und nicht auf dem Ziel trainieren, würden dann nochmal so 1,5 Jahre dazukommen. Da habe ich aber meistens erst so eine Kraftausdauerphase gemacht, wo ich so eine Grundathletik oder Grundstruktur aufgebaut habe mit Kraftausdauer.
Also auch noch nicht richtig auf Kraft oder auf Masse oder sowas trainiert hatte. Auch, also nicht mit schweren Gewichten und so. Und auch nicht das Ziel hatte. Also ich hatte, wollte da auch Kraftausdauer machen in der Zeit. Da hatte ich auch Kickboxen ein bisschen gemacht, deswegen fand ich das ganz nützlich. Ja. Das werde ich dann wahrscheinlich nach dem Fasten wieder, nach dem jetzigen Fasten wieder machen. Muss ich halt mal gucken, ob das jetzt eine Woche geht, 2 Wochen. Wenn ich halt weiterhin am Tag ein halbes Kilo circa abnehme, was so auch mein Ziel ist, damit ich mich auch nicht zu sehr hängen lasse, sage ich mal so. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit einfach nur rumliegen, deswegen mag ich auch kein Wasserfasten, in meinem, zumindest nicht in einem vergifteten Zustand noch. Ja, ich habe heute aber schon eigentlich ziemlich Energie jetzt, obwohl ich jetzt die Bananen eigentlich verdauen müsste. Die Rückvergiftung ist jetzt ziemlich gestoppt. Merke ich auch jetzt nach 15 Minuten, wie lange ich rede. Oh, 26, shit. Deswegen muss ich jetzt zum Ende kommen. Nie über eine halbe Stunde. Genau, beim halben Kilo am Tag und jetzt 73,5 Kilo, wären das ja noch 7 Tage circa, also eine Woche, das heißt insgesamt 10 Tage. Deswegen werde ich es halt mindestens eine Woche machen. Und wenn ich es nicht eine Woche mache, dann verlängere ich das, versuche ich dann 2 Wochen zu machen. Aber kann auch sein, dass ich dann halt früher aufhöre, aber mindestens eine Woche. Sonst habe ich das Gefühl, dass mir allein das Gedanken darum machen und das Ausprobieren und sowas, das ist gar nicht richtig effizient was gebracht hat, wenn ich das nur ein paar Tage mache. Aber wenn ich das mache, will ich das schon richtig machen und so eine Woche ist für mich so das Mindestmaß eigentlich, obwohl man auch zwischendurch immer mal einen Tag oder 2, 3 Tage einlegen kann, zusammen jetzt mit Einläufen und auch mal vielleicht mit einem Tag startet zum Testen. Aber ich empfehle euch da wirklich das Video von Difference is a Virtue, was ich euch verlinke, wo es eine Zusammenfassung sozusagen gibt zu Arnold Ehrets Erkenntnissen, den ich halt auch folge sozusagen mit meinen Experimenten und meinen Vorhaben und mit meinen Erfolgen auch und dann guck ich mal, wann ich auf 70 runter bin, ob ich auf 68 komme und dann mache ich halt so eine Kraftaufbauphase, wo ich dann auch endlich mal, wollte ich schon lange machen, wo ich dann auch endlich mal halt Trainingsvideos einstelle und dann auch hoffentlich zeigen kann, dass ich also ich muss dann wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen Kraft aufbauen. Das ist klar, weil ich jetzt ungefähr 3 Monate lang nicht richtig trainiert habe. Also ich habe über Kopfdrücken habe ich öfter gemacht, einfach aus Faulheit, weil ich hier die Langhantel habe. Deswegen bin ich da besser geworden, stärker geworden, Klimmzüge nicht besser geworden, von 6 Wiederholungen auf 16 Wiederholungen. Vielleicht sind jetzt mittlerweile sogar mehr drin, weil ich weniger wiege und wieder Pull-ups trainiert habe. Aber jetzt beim Kreuzheben schaffe ich jetzt nicht spontan, wenn ich 3 Monate nicht richtig da trainiert habe, 200 Kilo zu ziehen. Da muss man erstmal wieder ein paar Wochen Grundlagentraining sozusagen machen, um sich nicht zu verletzen einfach. Das werde ich dann machen. Deswegen dauert das noch 1, 2, 3 Monate. Und dann kann man halt gucken, wie sich das mit der Kraft entwickelt und wie schnell ich dann auch Kraft aufbauen kann, obwohl ich gleichzeitig immer mich im Joggen verbessere, also mich nicht 100% auf Kraftsport konzentriere. Das wird dann alles danach kommen sozusagen. Deswegen mache ich jetzt auch mal Schluss. Ist ja schon lange genug. Bis dann.